Guten Tag aus bekannter Umgebung. Spanien ruft zum Rennen auf und die Weltmeisterschaft ist immer noch offen. Die Fahrer des heutigen Grand Prix müssen sich den Tücken der Strecke stellen. Die 4,65 Kilometer des Circuit de Catalunya in Barcelona bringen die Autos durch die 7 Links- und 9 Rechtskurven fast an ihre Grenzen. Insgesamt also 16 Kurven. Auf der Hauptgeraden und dem Eingang in die erste Kurve, eine der beiden DRS-Zonen an diesem Wochenende, werden wir die meisten Überholmanöver sehen. Für das heutige Rennen darf ich an meiner Seite erneut Stefan Römer begrüßen. Lass uns kurz über Sergio Perez sprechen. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass Sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn Sie sich dem heutigen Rennen stellen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Ricciardo, Carlos Sainz Jr. und Hülkenberg. Magnussen, Ocon, Perez und Kimi Räikkönen. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Leclerc, Van Dorn, Pierre Gasly und Stroll. Alonso, Hamilton, ein Haas und Sergei Sirotkin. Hartley und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Akzeptable Strecke bis zur ersten Kurve. Vorsicht mit den Autos, die vor dir bremsen. Wir können von den Problemen anderer profitieren, aber sollten nicht selbst welche schaffen. Ladies and Gentlemen, willkommen zum Rennen in Spanien. Ich zitiere mal Heiko Wasser aus dem Intro gerade. Die Weltmeisterschaft ist noch offen. Wäre auch traurig, wenn sie zu diesem Zeitpunkt schon entschieden ist. Ich meine, das ist gerade das fünfte Rennen von 21. Das ist gar nicht realistisch. Das funktioniert nicht. Die kann frühestens zur Halbzeit entschieden werden. Selbst das funktioniert nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, zwei Drittel oder so. Zwei Drittel könnten es gewesen sein. Wie dem auch sei. Wir starten von einer Superposition, Platz 17. Die Framed macht wieder, was sie will. Ich hoffe, das funktioniert heute mal. Ansonsten muss ich gleich nochmal neu starten. Was will der von mir? Moment, Freunde. Das ist aber hier. Ich kann nichts ändern. Das ist dieses Spiel, ne? Dieses Spiel. Hier kann ich auch nichts ändern. Ah, hier kann ich was ändern. Ey, das ist doch. Warte mal, wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Also dieser Strategie-Bearbeitungsmodus, der ist echt Grütze. Warum kann ich den dritten Abschnitt jetzt nicht ändern? Ich möchte da beispielsweise gelb hinmachen. Warum geht das nicht? Weil die verpflichteten Reifen sonst komplett weg wären. Verpflichtete Reifen sind gelb und weiß. Das ist auch Bullshit. Verpflichtete Reifen sind zwei unterschiedliche, ist egal welche. Das ist kompletter Bullshit, was das Spiel hier von mir will. Ich verstehe das nicht. Ich kann den letzten Abschnitt nicht ändern. Was ist das denn für ein... Ich kann nichts ändern. Ich will auf weiß starten. Hallo. Ich kann nichts ändern. Alter. Das ist echt ein Krampf. Habe ich nicht schon wieder gemacht. Gelb. So, jetzt will ich... Ich möchte auf weiß starten. Ist das so ein Problem? Anscheinend geht das nicht. Ich kann den letzten Abschnitt weder entfernen noch sonst was. Ich kann da nichts mitmachen. Ah ne, das ist die falsche Taste. Ich kann den nicht löschen. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich kann da nicht auf... Das ist doch ein Witz, ist das doch. Das ist ein Witz, das ist gelogen. Verpflichtete Reifen, gelb und weiß. Sonst dürfte ich ja gar nicht mit den roten fahren. Ey, das ist doch ein Scheiß. Das hatte ich ja noch nie. Ich kann hier nur auf gelb gehen und beziehungsweise auf rot. Und meine einzige Option ist es, auf gelb zu starten. Mehr kann ich nie machen. Also das Einzige, was ich machen kann, ist so. Ich will es aber genau andersrum haben. Ich kann den letzten Abschnitt nicht ändern. Ich kann nicht auf weiß starten. Was
Was ist das denn für ein Scheiß? Ernsthaft jetzt mal. Ich kann gar nichts ändern. Ach, jetzt kann ich da. Den kann ich auch nicht mehr ändern. Das ist doch ein Witz. Ich kann nur entscheiden, dass ich auf den beiden starten will. Ich kann den. Ah, Moment, kann ich jetzt vielleicht? Ernsthaft, warum muss man das immer so Umwege machen? Was ist das denn für ein... Also wer da dran gesessen hat, der muss gefeuert werden. Der hat keine Ahnung. Das ist so ein Witz. Anstatt man einfach alles löschen kann und dann sagen kann, hey, ich möchte auf den Reifen starten, danach möchte ich diese haben und dann alles einstellen kann, nö. Das muss mega kompliziert sein. So. Jetzt kann ich ja doch auf meinen. Jetzt muss ich ja aber auch noch. Warte mal, was ist das? 2. So. Ja, das ist ganz witzig. Nicht so. Ein bisschen mehr Sprit. Und dann hoffen wir, dass die Framerate passt. Und dann können wir Gas geben. Von ganz hinten. Ja, fast ganz hinten. Ja, zumindest haben wir hier einen schönen Sprint zur ersten Kurve. Da kann man viel Zeit gut machen und verlieren mit dem Windschatten. Die starten ja alle auf Rot um mich herum. Also die haben alle eine 2-Stop-Strategie vor. Mindestens. Weil mit Rot kriegst du keine 1-Stop hin. Rot, Rot, Gelb habe ich ja noch gesehen. Könnte auch Weiß gewesen sein ganz hinten. Ich hoffe, das war eine gute Idee mit diesen weißen Reifen. Ich habe ja schon so Bremsprobleme, blockieren hier schon. Aber ich habe das Gefühl, ich werde am Start erstmal alles verlieren. Also meine 3 Plätze. Und dann werde ich mich in den ersten Kurven erstmal aus allem raushalten. Das sage ich immer und am Ende funktioniert es trotzdem nicht. Wir werden sehen. Was hier so möglich ist. Ah, so geht's besser. So, was sehe ich da? Rot. Ich glaube, die fahren geschlossen rot. So könnte auch gelb sein. Nee, da hinten, der hat gelb. Die haben gelbe Reifen drauf. Alles klar, let's go. Ja, das war klar. Auf den Reifen gut starten. Ich habe die mal vorbeigelassen. Das macht keinen Sinn da jetzt. Jetzt warten wir erstmal ab, bis DRS aktiviert wird. Ganz entspannt. Freuen uns mit den Reifen ein wenig an, werden gute Kumpels. Oder auch nicht. Uiuiuiuiui. Aber dass sie so lang sind, hätte ich nicht gedacht. Da war ich nicht drauf vorbereitet.
Jetzt hoffe ich, dass ich auch dranbleiben kann. Wir wissen ja, Haas gerade, ganz schlechte Idee. Ganz viel Geschwindigkeitsdefizite. Man merkt's. Meine Mission heißt eigentlich dranbleiben erstmal. Nicht verlieren. Funktioniert gerade nur so halb. Gut. Ich bin, glaube ich, nicht mehr im DRS-Fenster. Das ist noch schlimmer. Wobei, doch, könnte ich sein. Ja, ich muss da mal ES auf 4 schalten, sonst komme ich gar nicht mehr hinterher. Das ist schon krass. Okay, das bringt auch nichts. Sind die schnell? Ha! Geht doch. Problem ist nur, jetzt haben alle DRS. Wie immer. Und ich bin der Langsamste. Aber Hamilton ist auch nicht weiter nach vorne gekommen. Jetzt bin ich nah dran. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich verliere wahrscheinlich jetzt alles wieder hier. Ja, ja, Beschleunigung. Kann ja nicht wahr sein. Da bringt mir immer DRS was. Ich komme nicht mal ran. Gut, dass ich noch ein bisschen Abstand hatte, sonst wäre ich drin gewesen. Ich glaube, das war Hamilton. Nee, das war nicht Hamilton.
glaube, die, ja, die Reifen der Konkurrenz lassen nach. Weil ich hole auf. Ha, 15. Da ist doch unser Freund Hamilton, der Baku-Schieber. Top 10, so schnell kann's gehen. War Kacke. Ich hab keine Chance.
Boah, Beschleunigung, das kann nicht wahr sein. Ich klebe dem am Getriebe in der Schikane. Und hier... Also Maxchen habe ich gerade mal vorbeigelassen, ja? Falls jemand wundert. Kein Bock mit dem zu kämpfen jetzt, kostet nur Zeit. Ich habe da vorne andere Probleme, die ich überholen muss. Und Maxchen macht das jetzt, oder auch nicht? Wir glauben, dass wir eine gute Alternative haben. Ich nicht. Aktuelle behalten. Ist angekommen, bestätige. Da, Maxchen kommt noch nicht vorbei. Ach, die Reifen sind ja noch Top-Zustand. Hui! Boah, war der schnell. Ey, ich hab denselben Motor drin. Ey, ich hab einen weißen Pfeil hinter mir gesehen. Guck nach hinten, aber der ist wieder neben mir. Ey, ich muss mit Ferrari mal sprechen, was wir hier für Vorjahresmodelle kriegen. Bei Haas. Das ist eine Frechheit. Nicht mehr konkurrenzfähig. Da ist ja jeder mit Honda-Motor besser. Eieieiei.
Nee, kein DRS. Der erste Ausfall. Ah, ich habe noch ein paar Runden vor mir, bevor ich reinkommen soll. Was mir auffällt, wir gewinnen Sprit dazu. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass wir das Ganze auf der Geraden sparen, wo wir so langsam sind. Ah, noch zwei Runden. Oder auch noch mehr. Schauen wir mal. Also wenn es richtig gut läuft, gehe ich am Ende auf Rot. Da müsst ihr noch so 3-4 Runden mehr schaffen.
Yay, Dritter! Kevin ist gerade in die Boxengasse abgefahren. Ihr müsst jetzt alle gelb aufziehen, dann können sie durchfahren. Das ist jetzt so die Phase. So, das Boxenstopp-Fenster ist offen. Sehe ich nicht. Da geht noch was. Ja, war eine schöne Runde. Nee, ich komme noch nicht in die Box. Ich tue auch schon mal umschalten. Nicht auf Dingens. Interreifen kann ich nicht gebrauchen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie lange die roten Haare erhalten. So, 40 Runden auf den Weißen, wenn man das auf 100% Distanz hochrechnet, das ist schon ordentlich. Thank you.
Und noch eine Runde. Oh, Führungsrunden. Geil, ich bin der Erste. Ich komme gar nicht mehr rein. Ich fahr durch. Boxenstopp! Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Denke mal, 10, 11 Runden sollten die locker reichen, die roten. Da mache ich keinen Fehler mit. So, die beiden Red Bull gehen vorbei, der Force India auch und der Ferrari auch. Das ist klar. Danach der Mercedes weiß ich noch nicht. Boah, Topstop. 2-3. Da kommt der Mercedes. Das wird ein ganz enges Ding. Ah, okay, so eng wird es gar nicht. Ach, easy. Fünfter. Und die besten Reifen. Die anderen fahren weiß. Boah. Ich riech da noch was. Da liegt da noch was in der Luft. Boah, haben die Grip. Holy shit. Läuft. Schade. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die
Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen. Da kam hinten noch das Heck. Nicht übertreiben jetzt. Schnellste Runde habe ich. Reicht. Ich muss nicht nochmal schneller werden. Müsste ja eigentlich ein virtuelles Safety Car geben, ne? So, jetzt sind wir drin. Ach, Boxenstopp, von wegen. Alles volle Pulle und ich komme nicht ran. Nein, 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 nein.
Endlich. Lange genug gedauert. Ich glaube, der ist aus dem DS raus. Glück gehabt. Nee, er war nicht aus dem DS raus. Ah, zu weit weg. Wobei, da kennen wir ja mit zu weit weg. Siehst gerade mal einen weißen Pfeil, guckst hinter dieser schon vorbei. Ah, der kommt. Gut, dass ich mir noch ein bisschen ERS zusammengespart habe. Hab's aber schon. Die Reifen sind durch. In der Kurve kam mir die ganze Zeit noch nicht das Heck. Ja, die Reifen. Hoho. Da ist nicht mehr viel mit.
Wow. Nee, nee. Nee, nee. Du bleibst hinter mir. Jawohl. Der Fahrer steigt aus dem Auto und das Team Red Bull ist bereit und man wartet darauf, gemeinsam mit dem Piloten einen wohlverdienten Sieg zu feiern. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich. Eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Heute war das für mich der Haas-Pilot. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Ja, war noch genug Luft zwischen mir und Vettel. War ja nur 23.000. Kann man mal machen. Also eine Runde länger und dann wäre es das gewesen. 66% Reifen. So, ich will mal gucken. Stroll hat einen Totalschaden. Ich glaube, das war in... Stroll und Hamilton, die haben sich da in der ersten Runde. Okay, der Williams mechanisch. Der Force India mechanisch. Und Stroll ist anscheinend in die Wand gefahren. Kann man auch mal machen. An dieser Stelle ist angemerkt, fehlerfreies Rennen mal. Kein Dreher, nix. Kein Frontflügel, nix. Nicht rausgefahren, nicht gedreht, gar nix. Und die 1-Stop, die hat es wieder gemacht. Und das hier kann irgendwie nicht sein. 2 Stops, aber nur 2 Reifen angezeigt. Ah, mit 1-Stop kommst du weiter. Also in dem Spiel zumindest. Eigentlich funktioniert es nicht, weil dazu ziemlich jeder nur 1-Stop fährt. Meistens zumindest. So, schnellste Rennrunde haben wir auch. Das gibt nochmal dick Punkte. Boah, das gibt richtig dick Punkte. Rangliste. Auf 7. Von 9 auf 7 müsste das jetzt sein. Schön. Sehr schön. Und ich bringe damit Haas. Ja, gut, wir sind noch Fünfter. Wo ist eigentlich hier Kollege Magnussen? 10. Naja, immerhin ein Punkt. Sehr schönes Rennen. Diesmal freue ich mich auch ein bisschen mehr, weil die Schwierigkeit wieder höher war als noch in China oder Bahrain oder wo es war. Großartige Leistung da draußen. Ja. Ich nehme an, Sie sind zufrieden. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Das Rechte, das behaupte ich mal, wäre eine Lüge. Wenn es um die reine Leistung geht, kann niemand mit uns mithalten. Ich glaube, ich bin das Schlusslicht. Aber griptechnisch. Da liegt der Wagen, also den Kurven. Ein weiterer Platz auf dem Podium. Langsam muss es Ihnen da oben ja vertraut vorkommen, oder? Hey, das ist gerade mal das zweite, ja. Und das erste war so halb gecheatet, weil die Schwierigkeit runter war. Vorhersehbar wird es auf gar keinen Fall. Ich muss die Schwierigkeit wieder höher drehen. Triebwerk ist auch eher schwach. Erwartet nichts an sein hartes Stück Arbeit, die Position zu halten. Ja. Fairness, ich will mal hier Selbstdarstellung haben. Die haben Sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? Auf Fairness, ich will kein fairer Fahrer sein. Es scheint, als hätte Ihr Rivale heute einen miesen Tag gehabt, was?
Nein. Ja, Selbstdarstellung erhöht. Hey. Klasse, das war dann alles. Ich will ein egoistischer Fahrer sein. Die anderen sind mir egal. Nur was ich zähle. Ich zähle. So, jetzt ragelt das erstmal Points. Ja. Und das nicht zu knapp. Sehr schön. Und da halt jetzt auch Points, da auch. Ein tolles Ergebnis, du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Wir haben Einladungen zu... Nein, interessiert mich nicht. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. So, Verbrennungsmotor. 3 von 3, da sehe ich mich doch. Werden die immer teurer? Nö, die kosten immer gleich viel, ne? Ja. Ich würde am liebsten ins Triebwerk. Ich mache erstmal ein Triebwerk. Das ist wichtiger. Hier Antrieb. Ich habe keine Power. So, da läuft noch was. Was haben wir denn? Ne, Qualitätskontrolle. 1600! 10% günstiger. Würde im Umkehrschluss heißen, ich würde hier beispielsweise schon mal 90 sparen. Okay, die sind alle zu günstig. 120, das ist gar nicht so viel. Ne? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber langfristig gesehen ist es natürlich sinnvoll. Oder das hier. Ich kann hier sowieso nichts machen, glaube ich, weil... Ich spare mal. Was so eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht, aber ich spare mal. Ach ja, hier haben die ja schon fertig gemacht, ne? Ah, die Qualitätskontrolle, die haben sie durch, aber hier, da haben sie gepennt. Also man kann die halbieren, das ist natürlich krass. Ich glaube, das machen wir. So, die hier bei Antrieb erstmal schön die Upgrade-Kosten halbieren. Dann kann man nämlich da... Boah, dann sehe ich mich. So, ab nächstes Jahr dann... Ja, dann machen wir hier erstmal nichts. Wir kriegen im nächsten Rennen sowieso erstmal ein Upgrade und da brauchen wir auch kein Upgrade, eigentlich. Monaco. Hm. Leitplanken gekuschelt. 3.0. Was habe ich denn jetzt hier für eine Nachricht bekommen eigentlich? Ach, diese Einladungsevents. Ja, bla bla, nächstes Wochenende kommen. So, folgendes... 105 sind wir dann jetzt schon wieder. Ja. Es geht in die richtige Richtung. Natürlich auf weich. Und Season Star starten. Wir hatten ein gravierendes Problem in der Herstellungskette. Das ganze Entwicklungspaket dieses Wochenendes ist natürlich. Natürlich. Die Details kannst du dir an deinem Arbeitsplatz ansehen. Natürlich! Und dann hast du schon die Qualitätskontrolle abgegradet. So, das ist fehlgeschlagen, ja. Und hier bin ich bei Qualitätskontrolle, gut, bei 20. Also bei 15%. Ja gut, bei 15. Achso, man kann das gar nicht auf 100% machen, sehe ich gerade. Aha! So, was kostet der Spaß? 455. Ja, mit ein bisschen Glück kriegen wir das hier hin. Und dann ist das nochmal günstiger. Und dann kriegen wir nach Monaco-Rennen, je nachdem, wie es läuft, die zwei Sachen machen. Und dann haben wir das für, was ist das nächste danach? Frankreich. Ja gut, da brauche ich auch keine Upgrades, weil da kann ich eh nicht die Strecke. Ja gut, okay. Aber erstmal kommt Monaco. Nachrichten lesen wir uns noch durch. Wochenendvorstand, Entwicklung fehlgeschlagen. Die Wettervorhersage. Oh Gott. Regen in Monaco. Oh ja. Haas. Aha, Renault hat uns überholt. Sehe ich das richtig? Ich sehe das richtig, ne? Renault hat uns überholt. Ja, wart mal ab. Wart mal ab. Das kommt noch. Wir haben ja noch was Zeit. So, ich verabscheue mich, wünsche noch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal hier in Monaco. Es kann nur lustig werden. Inmitten der Leitplanken. Tschüss.